1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine feste Themennacht und unser Thema heißt Knochen. Ich möchte gerne mit euch rund um das Thema Knochen sprechen. Also man kann als Stichwort vielleicht nennen Krankheiten, Unfälle, vielleicht Friedhöfe, Pathologie. Vielleicht hat sich der eine oder andere von euch auch mal auf einer Fernreise die Zukunft lesen lassen. Aus Knochen, indem man so Knochen wirft. Also es gibt sicher ganz viele Aspekte zu dem Thema. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über das Thema Knochen, dann meldet euch. Ich freue mich auf eure Anrufe, die Telefonnummer wie immer 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de und bitte, bitte vergesst nicht, die Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir dann rasch zurückrufen können. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Lucy und Lucy ist 64 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Lucy, schön, dass du da bist. Du hast dich auch zum Thema Knochen gemeldet. Ja, also ich habe ja schon mit der Technik gesprochen. Mhm. Und es geht darum, dass ich als kleines Kind Knochentuberkulose hatte. Knochentuberkulose, das ist so ein Begriff, der ist heute gar nicht mehr bekannt und gängig. Ja, was genau? Techniker, die haben mich auch erstmal ausgefragt, was das überhaupt ist. Genau, was ist es? Wie sie sich das vorstellen müssen. So, ja. Ne? Ja, also das ist ein Tuberkel, der sich überall in den Knochen einnisten kann. Was ist Tuberkel? Ja, so eine Art Virus. Ein Virus, ja. Der sich im Knochenaufbau einnisten kann. Genau. Ja. Genau, und das ist mir passiert, da war ich noch nicht mal 3 Jahre und wir haben früher in Posen gewohnt, ja. Ist heute im heutigen Polen, ja. Ne, und da hat meine Mutter das dann bemerkt, als beim Baden, dass der Knochen rauskam, mhm. von der Wirbelsäule, mhm. und dann ist sie mit mir ins Krankenhaus und dann musste ich da bleiben, ja. Und musste in der Gipsschale liegen und nun war aber der Krieg. Und dann hat meine Mutter immer gehört, wie die Front ist und da hat sie dann genau gewusst, jetzt ist es Zeit, dass sie mich aus dem Krankenhaus holen muss, mhm. damit, weil wir ja flüchten mussten, mhm. 45. Da lagst du aber in der Gipsschale. Ja. Was heißt genau Gipsschale? Muss ich mir das so vorstellen, dass du komplett eingegipst warst oder wie? Na, nur der Rücken. Nur der wird auf dem Rücken so die Gipsbinden so hin und her, so dass es eine Schale entsteht auf dem Rücken. Auf dem Rücken. Das heißt, der Gips war vorne auf dem Bauch und über der Brust nicht. Nein. Im Rücken. Ja, so. Jetzt muss ich mal fragen, das habe ich das gleich vergessen. Das ist eine Art Virus gewesen. Ja. Hat man sich den einfach so irgendwo eingefangen früher? Ja, die Tuberkulose war ja im Krieg sehr verbreitet. Ah ja. Und die gibt es ja nicht nur in der Lunge, die kann sich auch in den Knochen einnisten. Ja. Ne? Und also du hast es ja einfach aus der Luft eingefangen. Ja. Oder wo auch immer, auf jeden Fall so irgendwie im alltäglichen Leben. Ja. So, jetzt das kleine Mädel Lucy liegt in dieser Knochenschale. Wie lange lag in der Gipsschale? Wie lange lagst du da schon in der Gipsschale, als dann die Vertreibung kam oder die Flucht kam? Ja, da war da habe ich vielleicht ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Ja. Und dann hat meine Mutter gesagt, also jetzt ist aber Zeit, jetzt muss ich mein Kind aus dem Krankenhaus holen. Ne? Und weil wir mussten ja mit Pferd und Wagen losziehen. Das heißt, du musstest dann wieder aus dieser Gipsschale raus? Nee, die hat sie mitgenommen. Ach, die hat sie mitgenommen. Das heißt, du warst auf der Flucht, das kleine Mädel lag in der Gipsschale. Ja, sie hat mich immer auf den Schoß gehabt und als wir unterwegs waren, ne? Und die musste immer mit. Wie lange musstest du dann nach der Flucht noch in der Gipsschale liegen? Ja, die konnten wir nachher durch die ganzen Kriegswirren. Und da allmählich bin ich ja auch rausgewachsen. Ja. Und 45, als wir hier in Stralsund angekommen sind, da konnte ich ja nicht gleich ins Krankenhaus. Die Krankenhäuser waren alle überfüllt mit Verwundeten. Mhm. Und sehr, sehr viele Tuberkulosekranken. Mhm. Ne, und ich bin dann erst 47, hatte ich dann erst die Gelegenheit, wieder ins Krankenhaus zu kommen. Also Moment, dann lagst du insgesamt wie viele Jahre in dieser Gipsschale? Naja, von 47 lag ich dann 5,5 Jahre. Ja, vorher doch auch schon. Ja, vorher, da mussten wir ja raus aus dem Krankenhaus. Da mussten insgesamt, wie lange hat das Kind Lucy mit allem drum und dran in der Gipsschale gelegen? Naja,
Also erstmal die paar Monate, ja, und dann von 47 habe ich dann 5,5 Jahre und dann hat sich das aber nachher nochmal wiederholt. Dann lag ich nochmal 2 Jahre in der Schale. Ich bin schon bei 7 Jahren, über 7 Jahren. Und dann war ich nochmal, da hatte ich aber inzwischen schon meine Berufsausbildung hinter mir, da habe ich nochmal 1 Jahr in der... Also die ganze Kindheit ist geprägt von dieser Erkrankung, ja, und dann die Jugend auch. Ja, meine Jugend auch. Jetzt machen wir mal einen Zeitsprung nach heute. Du bist heute 64 Jahre alt. Ja. Welche Nachwirkungen hat diese Krankheit? Bist du völlig gesund geworden? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt. Wie geht meine Wirbelsäule ist so schwer verkrümmt, dass mein ganzer Brustkorb eingeengt ist. Mhm. Und ich bin mittlerweile schon auf Sauerstoff angewiesen. Ach so. Kannst du denn gehen? Ja, aber es fällt mir sehr schwer. Und ich kann nicht weit laufen. Da habe ich dann einen Elektrorollstuhl. Verstehe. Und warum bist du auf den Sauerstoff angewiesen? Erklär mir das noch. Ja, weil mein ganzer Brustkorb durch die schwere Wirbelsäulenverkrümmung eingeengt ist. Ach so, und das drückt auf die Lunge und deshalb kannst du nicht richtig atmen. Ja. Und diese Nachfolgewirkungen, kann man sagen, haben sich dann durch dein ganzes Leben gezogen bis heute, bis ins Alter. Ja. Hm. Hast du auch Schmerzen? Ja, habe ich oft. Und ich habe auch schon den Pflegedienst, Pflegestufe 1, ne? Mhm. Aber das Schlimme ist, die können sich da ja nicht so reinversetzen. Ja. Die fragen dann, na, was haben Sie heute noch Schönes vor? Ja. Ne, obwohl ich vorher gesagt habe, der Arzt hat mir gesagt, ich soll 16 Stunden Sauerstoff nehmen am Tag. Mhm. Das kann man ja gar nicht. Da kann man sich ja gleich das Leben nehmen. Wie geht denn das? Wie nimmst du den Sauerstoff? Na, ich habe so ein Aggregat hier in der Wohnung. Mhm. Das funktioniert also mit Strom. Und da muss immer so ein Wasserbehälter dran sein. Ja. Und dann mit so einem langen Schlauch, hast du bestimmt schon im Krankenhaus gesehen, dann mit so einem Schlauch, der kommt hier unter die Nase. Ja, ich kenne das mit so, dass so zwei kleine Schläuche in die Nasenlöcher reinkommen. Ja. Sowas ist das. Und das kommt so hinter die Ohren. So, ah ja, genau. Ne? Mhm. Und ja. Hast du bestimmt schon im Krankenhaus gesehen. Hab ich schon gesehen, ja. Mhm. Ja. Und wenn du hast du das gerade auch drin, diese Schläuche? Nee, Moment nicht. Moment nicht. Wenn du die dann eingeführt hast, ist das für dich sehr angenehm, wenn du den Sauerstoff inhalieren kannst? Ich muss sagen, es ist eher lästig, wenn man das stundenlang drin haben muss. Mhm. Ne? Aber ich bin darauf angewiesen. Seit wann bist du denn so, ich sag jetzt mal so, doch so schwer beeinträchtigt, wie du es jetzt bist? Seit wie vielen Jahren? Ja, das ist jetzt schon bald 10 Jahre. 10 Jahre. Aber die letzten Jahre wird es immer schlimmer. Ich kann immer schlechter laufen. Und was mich da so sehr so traurig macht, dass meine Geschwister der Meinung sind, ich bin es nicht wert zu leben. Das sagen die, wie? Das sagen die Geschwister? Ja. Die sagen das dir ins Gesicht, du bist nicht wert mehr zu leben? Und vor 3 Jahren musste ich noch wieder umziehen. Und meine Schwester aus West-Berlin, die hat mir angeboten, mir zu helfen. Und dann musste ich feststellen, dass sie vieles mir weggenommen hat aus meinem Haushalt, was sie gebrauchen konnte, ohne mich zu fragen. Mhm. Ne? Und wenn ich gesagt habe, so und so möchte ich mir meine Wohnung jetzt einrichten, dann hat sie mich angeschrien, wieso, was willst du damit, wo hast du das Geld her? Mhm. Und das macht mich total unglücklich. Du lebst alleine in der Wohnung im Moment? Ja. Ja. Gibt es denn irgendwelche Menschen, die dich, abgesehen von dem Pflegedienst, die dich besuchen? Gibt es noch Freunde oder auch nette Verwandten? Ich habe von meiner Schwester noch 2 Töchter. Denen habe ich auch sehr beigestanden, als sie nicht so ein gutes Zuhause hatten. Mhm. Und die haben mir jetzt auch das letzte Mal beim Umzug geholfen. Und auf die kann ich mich auch noch verlassen. Mhm. Ne? Aber meine Schwester selber, für die bin ich nicht mehr ihre Schwester. Mhm. Für die bin ich nur ihre böse Nachbarin gewesen. Das ist natürlich. Ich habe ihr eine Wohnung besorgt, alles. Das ist besonders schlimm, wenn man schon so angeschlagen ist und so krank ist und dann auch noch so schlechte Umstände antrifft und vor allen Dingen von so nahen Verwandten. Ich würde dich gerne noch zu der Krankheit was fragen, Lucy. Da gibt es keine therapeutischen Maßnahmen mehr, dass man sagen kann, da kann man noch so und so das unternehmen und dann geht es dir wieder besser. Gibt es da noch irgendeine Hoffnung? Nein, ich war da schon hier nach der Wende in der Neurochirurgie und habe mich erkundigt, weil 2 Professoren, ob es da noch eine operative Möglichkeit gibt. Ja. Und da hat gesagt, es ist zu spät. Dafür sind meine Knochen schon zu alt. Mhm. Ne, und, das heißt, dieses Thema Knochen und diese Knochenerkrankung ist eigentlich dein Lebensthema. Ja. Das hat dich erwischt, als du 3 Jahre alt warst und hat dich dein ganzes Leben begleitet bis heute, wo du 64 bist. Ja. Ja.
Liebe Lucy, dass du mit der Einsamkeit so zu schaffen hast, das tut mir wirklich von ganzem Herzen leid. Denn ich erahne, wenn man so krank ist, wie schlimm das ist, wenn man dann nicht ein gutes Umfeld hat oder sogar ein feindseliges Umfeld, wie schlimm das ist. Ja, gerade weil es mir die letzten Jahre so schlecht geht, dass ich nicht mehr weit laufen kann und auch demzufolge auch nicht mehr weit reisen kann. Ich verstehe. Ich verstehe das. Du bist ja immer mehr eingesperrt in der Wohnung und das ist so dein Refugium. Ich muss, wie gesagt, weitere Wege muss ich mit einem Elektrorollstuhl machen und ich habe auch sehr viel Schwierigkeiten mit der Krankenkasse. Die sind der Meinung, ich verbrauche zu viel Medikamente. Das Theater kommt dann auch noch dazu. Und da hat man einen ständigen Kampf mit den Behörden auszufechten, ne? Ich möchte, wenn ich dann noch von meinen Geschwistern zu hören kriege, was willst du damit, wozu brauchst du das und all solche Sachen und die der Meinung sind, ich bin es nicht wert zu leben. Das ist natürlich ganz schlimm und auch ganz bitter. Ich möchte jetzt, da wir natürlich nicht so ganz lange hier auf dem Sender sprechen können, möchte ich dir anbieten, dass du in Ruhe noch weiter mit meiner Psychologin sprechen kannst. Vielleicht gibt es dir die eine oder andere Idee, wie man dir das Leben noch ein klein wenig erleichtern kann und auch etwas verschönen kann. Ja. Dann würde ich dich bitten, Lucy, dass du auflegst und meine Psychologin, die Anja, ruft dich jetzt sofort an. Ja, danke schön. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und viel Kraft. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Wiederhören. Meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Knochen. Was fällt euch zum Thema Knochen an? Ich hatte gerade schon die Stichworte gesagt, Krankheiten, Unfälle, vielleicht auch der ganze große Bereich der Friedhofsbetreuung, der Pathologie. Vielleicht gibt es jemanden unter euch, der sich für Körperwelten, ihr erinnert euch sicher an diese große Ausstellung, die überall zu sehen war, zur Verfügung gestellt hat, um hinterher, wenn ihr tot seid, dass eure Knochen und euer Körper vielleicht irgendwo gezeigt wird oder Studenten zur Verfügung gestellt wird. Also Thema Knochen 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, das ist eine kostenfreie Telefonnummer oder mailt mir unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit Rainer und Rainer ist 43 Jahre alt. Guten Morgen, Rainer. Ja, einen schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo, Rainer. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ich möchte dir zunächst mal zu deiner Sendung ein großes Kompliment machen. Ich schaue die regelmäßig fast jede Nacht. Dankeschön. Und finde, dass du und dein Team da eine ganz fantastische Arbeit leistest. Das freut mich sehr, dass du sagst. Vielen Dank. Jetzt zum Thema. Warum hast du dich zum Thema Knochen gemeldet? Ja, weil ich jemand bin, der sich dem Professor Gunther Hagens zur Verfügung gestellt hat. Ach. Ich war im Jahr 2000 in der Körperweltenausstellung in Köln. Müssen wir eben nochmal erklären, Professor Gunther Hagens ist der Macher. Der Erfinder. Der Plastination. So. Der das Verfahren erfunden hat. Ja. Und ich war fasziniert von den Exponaten, die da ausgestellt wurden. Du warst in Köln? Ich war in Köln. Ich habe es hier in Köln auch gesehen, ja. Und war völlig begeistert. Habe das erste Mal in meinem Leben eine Lunge eines Rauchers und eines Nichtrauchers in der Hand gehabt, plastiniert halt. Ja. Und bin auch sehr interessiert an Anatomie. Ja. Ja, und es gibt halt verschiedene Faktoren, die mich dann bewegt haben, mich nach meinem Ableben halt dann... Genau, also deinen Körper zur Verfügung zu stellen. Zur Verfügung zu stellen. Erstens, eine Bitte. Telefonierst du mit einem Kabeltelefon? Das klappt. Nein, ich habe ein schnurloses Gerät. Also, das klackert immer zu. So. Warte mal ganz kurz, eine Sekunde bitte. Ja, ja. Ich versuche das mal eben zu. Ich habe es die ganze Zeit schon gehört. Klack, 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 klack. Was tust du da? Jetzt müsste es besser sein. Was hast du jetzt gemacht gerade? Ich habe gerade die Schale runtergenommen. So, das ist sehr klug. Jetzt klingt das nämlich sauberer. Entschuldige bitte. Es ist okay. Du hast deinen Körper zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn du irgendwann stirbst, wir wollen hoffen, dass es noch lange nicht der Fall sein wird, dann hast du diesen Körper dem Professor Hagens übergeben. Genau so ist das. Oder seinem Institut oder wer auch immer das dann macht. Dem IFP, dem Institut für Plastination in Heidelberg. So, und dann, was sollen die, dann weißt du genau, was die mit deinem Körper machen werden? Ist das genau abgesprochen? Das habe ich mit denen vertraglich vereinbart. Ich werde also als Ganzkörper-Gestaltplastinat behandelt. Das heißt also, ich werde nicht in Scheiben zersägt oder so, sondern ich werde wirklich komplett, auch nicht anonym, sondern mit Namen, da ausgestellt, in was für einer Position, das habe ich nicht zu beurteilen und zu bestimmen. Also, deine Knochen werden nicht freigelegt, sondern man sieht den gesamten Körper, man sieht auch die Haut, alles drum und dran. Genau so ist das, ja. Also, Rainer, ganz nackig.
Reiner ganz nackt. So. Ja, und man darf mich auch berühren und ich denke mir mal, nach meinem Tod werden mich vielleicht dann mehr Mädels berühren als zu Lebzeiten. Ach, na, wollen wir nicht so schwarz sehen. Nee. Das ist ja schon eine sehr, sehr besondere Entscheidung, würde ich sagen. Wenn sich jemand der einer Universitätsklinik zur Verfügung stellt, ist das noch was anderes, als wenn man sagt, okay, ich möchte plastiniert werden, das heißt irgendwie in Plastik gegossen werden, mal profan ausgedrückt, und ich stehe dann als Figur irgendwo in einer Ausstellung. Und vielleicht über Jahre oder Jahrhunderte werden Menschen an mir vorbeigehen und mich angucken. Warum hast du das gemacht? Es hat verschiedene Gründe. Einmal mag ich den Gedanken nicht, nach meinem Ableben in die Erde verfrachtet zu werden, um dann von Würmern und Bakterien zersetzt zu werden. Hast du die Hoffnung, dass du so eventuell weiterlebst? Nein, das hat damit nichts zu tun. Das denke ich mir nicht. Also eine ästhetische Überlegung ist das? Ja. Verbrennen mag ich auch nicht, weil ich mag auch nicht mich jetzt verbrennen. Mhm. Und dann kommt noch ein meines Erachtens sehr, sehr wichtiger Punkt dazu, wenn man sich mal das ganze Bestattergewerbe anschaut. Ich habe 1993 meinen Vater verloren mit 61 Jahren. Mhm. Und die Beerdigung mit allem drum und dran hat dann weit über 10.000 Mark gekostet. Mhm. Und selbst heute nach über 13 Jahren zahlen wir jedes Jahr noch nicht unerhebliche Summen für die Grabpflege, die Bepflanzung und Ähnliches. Also eine ökonomische Überlegung. Das kostet überhaupt nichts. Kriegst du vielleicht sogar zu Lebzeiten schon Geld von dem Institut? Also Geld bekommt man nicht. Man bekommt schon mal ein Büchlein. Man kommt kostenlos in die Ausstellungen rein. Also. Aber das war nicht der Grund, warum ich mich da zur Verfügung gestellt habe. Werden denn diese Ausstellungsstücke, und du wirst dann auch irgendwann ein Ausstellungsstück sein, nur in Ausstellungen, oder werden diese Figuren, Plastinate, ja genau, auch unter Umständen verkauft an Universitäten, dass Studenten sich damit beschäftigen können? Auch das ist möglich. Wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten in dem Vertrag, den man mit dem Institut für Plastination abschließt. Wie ist es denn bei dir vorgesehen? Bist du ein Museumsstück? Oder? Also ich möchte als Gestaltsplastinat werde ich behandelt, das heißt also, ich werde in eine Ausstellung kommen. In eine Ausstellung. Und meine Mutter, die ist 76, die habe ich also zwischenzeitlich auch davon überzeugt. Ach, das ist ja schrill. Das heißt, ihr beiden werdet dann irgendwann in einer Ausstellung stehen. Vielleicht nicht zur gleichen Zeit, aber wie gesagt, meine Mutter sieht es ähnlich wie ich, weil sie auch der Meinung ist, dass man dem Bestatterwesen da doch ein Schnäppchen schlagen sollte, denn es kostet Unsummen. Ja. Und zwischenzeitlich ist das Institut für Plastination dann auch hingegangen und die haben noch etwas ganz Witziges ins Leben gerufen. Das nennt sich Buddymobil. Ja. Die holen nämlich nach dem Ableben den Leichnam vom Sterbeort kostenlos nach Heidelberg. Ah, also man hat mit nichts was am Hut. Man stirbt und man wird abgeholt und wird in Plastik gegossen. Genau, ja, nicht in Plastik gegossen. Nee, ich weiß, ist schon klar. Ich sag's mal profaner. Ich habe das mir auch angeschaut und mir erklären lassen, das ist schon komplizierter. Ja. Und diese Figuren sind wirklich hoch beeindruckend, finde ich. Absolut. Ich bin da lange hin und her gegangen in der Ausstellung, habe mir alles angeschaut und war fasziniert davon und konnte gar nicht die Empörung verstehen von einigen Seiten, die sich darüber aufgeregt haben, dass so etwas getan wird. So, das kann ich auch nicht verstehen. Und ich finde, es ist auch etwas ganz Wichtiges. Der Professor Dr. Gunther Hagens bringt dem normalen Bürger die Anatomie des Menschen auf eine sehr interessante Weise nahe. So, jetzt möchte ich aber doch noch mal nach den Gründen doch noch ein bisschen nachbohren. Du hast gesagt, ich mag es nicht, in der Erde zu verfaulen, ich mag nicht verbrannt werden. Mhm. Ich möchte den Bestattern nicht das Geld hinwerfen. Du findest, dass das alles viel zu teuer ist. Ja, absolut. Ist es vielleicht auch irgendwie so ein über den Tod hinausgehender Narzissmus, der dich da treibt? Das kann gut möglich sein, dass ich da so einen gewissen Narzissmus in mir habe, das mag sein. Ich sag mal, früher wurden Könige und Pharaonen ja auch balsamiert. Ja. Vielleicht. Hast du gedacht, warum nicht ich auch? Ne? Genau so. Ja. Also ich meine, diese Entscheidung ist ja, wenn man sie für sich alleine trifft, ist das ja eine völlig zu akzeptierende Geschichte. Ich finde es immer schwierig, aber das scheint ja bei dir auch schon abgeklärt zu sein, wie die Angehörigen damit umgehen. Wollen die das? Wollen die ihren geliebten Menschen, der verstorben ist, irgendwo in einer Ausstellung wiedersehen? Ich würde es nicht wollen von meinen Angehörigen. Also ich sag mal,
Wie ist es bei dir? Lass mich noch mal zu der Familie fragen. Deine Mutter ist derselben Auffassung. Bist du verheiratet? Hast du eine Familie? Ich bin mittlerweile glücklich geschieden, habe keine Kinder, bin also alleine. Ja. Und von daher habe ich mit 37 Jahren das für mich entschieden. Ja. Kann man denn so einen Vertrag wieder rückgängig machen? Das geht auch, ja. Das geht auch. Also wenn du jetzt deine große Liebe triffst irgendwann und die sagt, pass mal auf, Rainer, das ertrage ich nicht, wenn du irgendwann stirbst. Ich möchte dich normal bestatten. Dann könntest du sagen, wenn du dich umstimmen lässt, okay, ich ziehe das wieder alles zurück. Das wäre möglich. Das ginge, ja. Das wäre möglich. Ja, also, wie gesagt, ich wünsche dir ein sehr langes Leben, Rainer. Dankeschön. Damit wir wollen dich noch lange nicht als Plastinat sehen. Das ist schön, sondern hoffentlich noch sehr lange unter uns zu haben. Dankeschön. Danke für den Anruf und alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute und weiterhin viel Erfolg mit deiner Sendung. Vielen Dank, Rainer. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Knochen. Und wenn ihr auch gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder meldet uns unter domian@wdr.de. Hinweis an dieser Stelle schon mal auf morgen. Morgen in der Nacht von Freitag auf Samstag entfällt unsere Sendung. Wir sind dann wieder da nächste Woche Montag zu gewohnter Zeit. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. So, hier ist Katharina. Katharina ist 22 Jahre alt. Guten Morgen, Katharina. Guten Morgen. Hallo. Warum hast du dich zum Thema Knochen gemeldet? Ja, ich habe nach meiner Ausbildung für 2 Monate beim Bestatter gearbeitet. Nach deiner Ausbildung? Ja. Was für eine Ausbildung hast du gemacht? Ich habe Arzthelferin gelernt. Arzthelferin gelernt und dann 2 Monate beim Bestatter gearbeitet? Ja. Warum? Ja, also mich hat es nach dem Tod von meiner Oma einfach mal interessiert, mal zu sehen, was mit den Menschen passiert. Ja. Wie sowas vonstatten geht. Ja. Naja, und dann habe ich halt nach meiner Ausbildung, nach meiner ganzen Prüfung, bin ich dann mal zum Bestatter hingegangen, der damals meine Oma beerdigt hat, und habe mal gefragt, wie es aussieht. Mhm. Ja, und so eine Art halt, Praktikum war das dann, oder? Ja, aber wie gesagt, er hat dann halt gesagt, dass es auch mir bezahlt wird. Naja, und dann war ich da 2 Monate und habe einiges erlebt. Was war das für dich Beeindruckendste oder Erschütterndste oder Frappierendste, was du erlebt hast? Also das Schlimmste, was ich gesehen habe, also was ich sehr toll fand, dass man gefragt wurde, ob man überhaupt das sehen möchte. Ob man sich das zutraut, weil, wie gesagt, zu der Zeit, es war letztes Jahr, da war ich gerade noch 21, und es ist, meine ich, ein sehr junges Alter, wenn man da ist, weil es war keiner in meinem Alter da, also die waren alle schon älter. Ja. Und wenn man dann da hinkommt, also man wurde auch mit sehr viel Respekt da behandelt, also von den Männern, weil es ja eine reine Männerdomäne eigentlich ist, aber die haben alle gestaunt. So, was hast du gesehen? Was hast du erlebt? Also ich habe gesehen Verkehrsunfälle. Und da habe ich mir gedacht, also das war das Schlimmste, was ich überhaupt je gesehen habe. Das heißt also Menschen, die schwerst verletzt waren beim Unfall und die dann, wenn man das überhaupt noch so nennen kann. Ja, also ich habe, wie gesagt, mehrmals nicht hingucken können. Ich musste weggehen. Aber ich weiß nicht, es hat mich geprägt irgendwo hin. Also ich gehe da auch ganz anders jetzt mit um. Also ich habe da auch keine Angst vor zu sterben. Es ist einfach. Wie heißt ja unser Thema heute? Knochen. Ich vermute mal, dass du dann auch direkt, gerade vielleicht nach schweren Unfällen, auch mit menschlichen Knochen konfrontiert worden bist. Ja. Halt, wie gesagt, das Krematorium. Das war dann so das. Ach so, da bist du auch mit hingefahren. Da bin ich mit hingefahren und da wurde mir halt sehr viel gezeigt und das war also ein Erlebnis, weiß ich nicht. Das habe ich so in mir, das war sowas Besonderes. Erzähl uns mal, was du da gesehen hast. Also ich bin mit unserem Bestatter dahin und da waren dann halt mehrere Bestatter, die dann immer da, ja, das hört sich blöd an, wie so eine Schlange da standen und die toten Menschen abgeliefert haben. Naja, und dann bin ich halt mit einem mit, der war auch noch sehr jung, also mein Alter, und der hat mich halt gefragt, ob ich das mal sehen möchte. Ja. Ja, und dann hat er mir halt die gesamten Kühlkammern gezeigt, also man muss sich das so vorstellen, das sind große Metalltüren, so wie OP-Türen, ein riesen Kühlschrank, so um die 200 Leichen lagen da drin. Aber was das Schlimme an der ganzen Sache war, die waren alle, also die Deckel von den Särgen waren zu. Man hatte halt nur gesehen, da sind Sargkarten drauf gewesen, wo die Leute, an was die gestorben sind und wie alt die waren. Also die Leute lagen in den Särgen, in diesen Kühlfächern. Ja, das sind nicht Kühlfächer, die wurden da einfach reingestellt. Achso, die wurden einfach reingestellt. Die standen alle nebeneinander.
Und naja, hast du denn auch diesen Vorgang dann gesehen, wie die Menschen verbrannt wurden? Ja. Wie geht das? Die Menschen werden doch mit dem Sarg verbrannt, oder? Ja. Kannst du es mal erzählen, wie du es gesehen hast und erlebt hast? Also es gibt von Krematorium zu Krematorium ist das unterschiedlich. Die haben, sag mal, so drei Verbrennungskammern. Mhm. Und dann, ist alles computergesteuert. Mhm. Da sitzt nur einer, der das dann eingibt. Die bekommen auf ihren Sarg, bevor sie verbrannt werden, so einen Schamottstein. Mhm. Und da ist so eine Nummer drauf, damit da auch nichts verwechselt wird. Mhm. Ja, und nun kommen die da rein und in einer Stunde ist dann da nichts mehr von. Hast du gesehen, wie so ein Sarg in so einen Ofen geschoben wird? Oder fällt der Sarg da rein? Und wie geht das? Nee, die werden, das macht einer per Computer, die werden da reingeschoben. Mhm. Dann geht die Klappe zu und dann, ist da so ein Fenster drin und dann kann man da reingucken. Ja. Und dann sieht man halt nochmal, dass die aufstehen. Also es ist Wahnsinn. Dass die Toten aufstehen? Dass die sich aufbäumen durch die Hitze? Durch die Hitze, durch die ganzen Muskeln nochmal, ja. Zerfällt denn der Sarg ganz schnell? Ja. Also der Sarg zerfällt sehr schnell und man sieht dann nochmal, wie die Toten sich aufbäumen. Das stelle ich mir aber sehr gruselig vor, das zu sehen. Nein. Nee? Nein. Es ist, wie gesagt, wer das nicht abkann, man muss dafür geschaffen sein. Mhm. Also denke ich mir mal, so manche Leute, die das hören, die wollen es nicht hören. Mhm. Ja, sagen wir mal, wenn man das zum ersten Mal sieht, ist es wahrscheinlich schon ein gruseliger Eindruck, wenn sich ein Leiche nochmal aufbäumt. Meinst du, also wenn man das vielleicht mehrfach gesehen hat, dann weiß man und kann sich das erklären aufgrund der Hitzeentwicklung und so weiter. Also ich habe mich vorher ein bisschen informiert, also ganz ehrlich, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Mhm. Du hast du gerade gesagt, als ich fragte, wir haben das Thema Knochen, hast du gesagt, ja, Krematorium. Bleiben denn dann Knochenstücke trotz dieser Hitze in dem Krematorium übrig? Ja. Was wird mit den Knochenstücken gemacht? Die kommen auf so eine Schale. Mhm. Da sind ja Leute, die da arbeiten, die holen das dann raus. Mhm. Und dann wird mit einem ganz starken Magneten so Hüftgelenke rausgezogen, Goldkronen, also alles, was so metallmäßig ist. Mhm. Und dann kommt das wie durch man muss sich das vorstellen, so ein Schredder, den man aus dem Garten kennt, wo man so das Holz durchhaut. Mhm. So sieht das auch aus. Also so kann man sich das am besten vorstellen. Ja. Was wird denn dann mit den Knochen getan, die übrig geblieben sind? Das kommt dann in diese Knochenmühle. Aha. Und dann wird das zermahlen. Und das kann man sich dann so vorstellen, was dabei rauskommt. Die Asche, die ist so grob wie Eierschale. Mhm. Wenn man Eierschale zerbröselt, so sieht das aus. Mhm. Ist dann auch gewährleistet, dass die Knochen passend zu der richtigen Asche dann kommen, dass das alles richtig dann zusammen ist? Man kann das nachprüfen, indem dieser Schamottstein, der zerbrennt ja nicht. Mhm. Der bleibt auf diesem Aschehäufchen drauf, der kommt auch mit in diese Aschenkapsel. Mhm. Und also da wird kein Schindluder getrieben. Ja, man ist ja immer sehr skeptisch. Wer weiß, was da drin ist und ob das mit rechten Dingen zugeht da. Also ja, heutzutage, ich habe auch da gearbeitet, um mir diese ganzen Schauergeschichten, die man so hört, diesen ganzen Blödsinn, so mit, die werden alle zusammen verbrannt und das stimmt überhaupt nicht. Deswegen habe ich das auch gemacht. Und jetzt kann ich sagen, erzählt mir doch, ich weiß es besser. Ja. Gehen wir nochmal zurück in das Bestattungsinstitut, wo du da dann auch gearbeitet hast. Wie sah denn da so, du warst 2 Monate in dem Institut, wie sah dein Alltag denn da so aus? Es kam von Tag zu Tag drauf an, was halt los war. Mhm. Es waren Beerdigungen. Ja, das kann man nicht so sagen. Also du hast wahrscheinlich auch vielleicht viele Sachen organisiert und warst gar nicht immer direkt mit den verstorbenen Menschen in Kontakt. Also vormittags mehr so Büro und alles. Ja. Also es kam immer drauf an. Man kann da nicht sagen, man macht jetzt das und das. Dann kommt ein Anruf und dann ist der Alltag schon wieder. Hast du auch geholfen, mal einen Menschen zu waschen oder anzuziehen und herzurichten? Das auch? Ja. Und das war auch nicht schlimm für dich? Nee, ich habe das damals, als meine Oma gestorben ist, habe ich das auch mitgemacht. Also ich habe das nicht gestört. Ganz im Gegenteil. Also ich fand das ziemlich gut. Ja. Warum gut? Ja, weil man, weiß ich nicht, man kann sich von den Menschen nochmal verabschieden. Ja, wenn es ein Angehöriger ist, ne? Ja. Ja. Mhm. Also ich habe das bei meiner Oma so empfunden, dass ich nochmal was Gutes getan habe und dass sie dann in Frieden ruhen kann. Aber ich habe das gerade richtig verstanden, so die Schmerzgrenze war bei dir, wo du gesagt hast, das kann ich nicht,
bei den Schwerstverletzten, die durch einen Unfall umgekommen sind und dann deren sterblichen Überreste zum Bestatter transportiert wurden. Ja, also das war so das, was ich ruhig gesagt habe, bitte nicht. Mhm. Also ich würde jetzt, wie gesagt, ich würde gerne nochmal eine Ausbildung machen dazu. Also das wäre so mein Traum. Ach, eine Ausbildung zur Bestatterin? Ja, Bestattungsfachangestellte heißt das. Das gibt es seit 2 Jahren, ist das ganz neu. Mhm. Nur das Problem ist, also wenn man sich, ich habe das auch mit einer Freundin besprochen, die wollte das auch machen. Mhm. Die hat, ich glaube, über 70 Bewerbungen geschrieben und es kam immer wieder zurück, wir nehmen keine Frauen und... Ja. Aber das ist ja nur, ich meine, einmal mal vielleicht da so rein zu gucken in dieses Gewerbe, ist das eine. Aber das andere, sich zu entscheiden, dieses als Hauptberuf zu machen, finde ich ja schon eine gravierende Entscheidung. Warum würdest du das gerne zu deinem Hauptberuf und somit zu deinem Lebensinhalt machen? Weil ich finde, es ist abwechslungsreich. Es ist nicht dieser, also ich sag's mal so, ich vergleiche das mal mit so einem Büroalltag. Mhm. So ein Büroalltag, das würde mich anlangweilen. Na gut, aber du bist Arzthelferin, das ist auch sehr abwechslungsreich. Du hast immer mit neuen Patienten zu tun, mit lebenden Menschen und... Auch mit Toten. Ja gut, auch mit Toten, aber doch eher seltener. Ja, aber ich weiß nicht, es ist halt, es macht nicht jeder und es ist spannend. Es ist immer wieder, jeder Tag ist anders. Mhm. Warst du fast schon traurig, als die 2 Monate rum waren? Ja. Ehrlich? Ja. Hast du dich auf deine Arbeit in diesen 2 Monaten, ich meine, wenn so ein Wochenende dazwischen lag, hast du dich denn gefreut, jetzt kann ich wieder zur Arbeit in das Beerdigungsinstitut, in das Bestattungsinstitut gehen? Ja, also ich habe mich manchmal ein bisschen schwarz geärgert, wenn er mich dann am Wochenende angerufen hat und mir erzählt hat, was so passiert ist. Und ach, ich kam dann Montag hin und dann war wieder nichts zu tun. Mhm. So die spannenden Fälle, so habe ich gar nicht mitbekommen. Was ist denn ein spannender Fall im Bestattung? Also er hat noch eine Sondergenehmigung als Kriminalbestatter. Ja. Also so Selbstmorde und sowas halt. Also, ich höre schon, dass da irgendeine Leidenschaft bei dir ist, wie auch immer die letztendlich begründet sein mag. Das haben wir jetzt nicht ergründen können. Aber also es ist, ein Interesse? Ich weiß es selber nicht. Ich habe es nach meiner Omas Tod, hat mich das so fasziniert. Was haben denn deine Freunde und Freundinnen dazu gesagt? Haben die alle einen großen Bogen um dich herum gemacht, nachdem wir erfahren haben, die Katharina wäscht den ganzen Tag tote Menschen oder richtet hierher? Also so schlimm ist es nicht. Die sagen, ja, man wird blöd angeguckt. Also das, die wollen es auch nicht mehr hören. Also ich bin ruhig, ich spreche darüber nicht so viel. Also die kann es auch nicht verstehen, wenn ich zum Beispiel meine Ruhe haben will oder mal das brauche, dann gehe ich auf den Friedhof. Also hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie in schwarzen Klamotten rumlaufe oder so. Ja. Also, wie gesagt, ich schlafe auch angeblich in Särgen. Ich habe schon die heißesten Sachen gehört. Das sagen die Leute. Das ist natürlich Blödsinn. Das tust du nicht. Nein, Gottes Willen. Katharina, es war interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du deinen beruflichen Weg gehen wirst. Ich glaube, du bist da so von überzeugt, dass du noch weiterhin fleißig Bewerbung schreiben wirst und irgendwann wird jemand sagen, okay, das ist eine engagierte junge Frau, die nehmen wir. Was wollen wir denn mehr? Das wünscht sich ja jeder. Es ist nicht so, dass die da so begeistert sind von... Ich drücke dir den Daumen, dass es doch klappt. Ja. Alles Gute und vielen Dank für den Anruf. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und unser Thema heute Nacht heißt Knochen. Was fällt euch zur Thematik Knochen ein? Sebastian ist hier und Sebastian ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo Jürgen. Hallo Sebastian. Warum hast du mich angerufen zu dem Thema? Ja, und zwar wollte ich mit dir über einen Verkehrsunfall reden. Ah ja. Den du hattest? Nee, den ich nicht hatte. Ich bin Rettungsassistent und fahre Rettungsdienst und diesbezüglich. Bitte? Also diesbezüglich. Also diesbezüglich, ja. Also genau. Also es geht um einen ganz bestimmten Unfall, von dem du mir berichten möchtest. Genau, und zwar, das war ein Motorradunfall. Also es war, hat geregnet, da war es nass, ungefähr 2 Wochen her. Und da ist der wohl irgendwie abgeschossen und gegen die Leitplanke gefahren. Und als wieder ankam, der sah ziemlich, ich sag mal, deformiert aus. Also der war ziemlich schon mit Blut überströmt, um es mal etwas derber auszudrücken. Und es war ein Polytrauma, also der war ziemlich viel kaputt. Mhm. Der Mann lebte noch? Nee, nicht. Also, wir haben natürlich dann den kurz da Notfalluntersuchung gemacht, also auf Vitalfunktion etc.
Also er hat nicht mehr geatmet, keinen Puls, also Notfall-EKG, hat dann einen Kameraflimmern gezeigt. Ich weiß nicht, wie weit du dich damit auskennst. Und dann haben wir dann angefangen mit der Reanimation und und dann wenig später kam dann der Notarzt und dann ging es weiter. Aber der hat dann, glaube ich, nach knapp 45 Minuten hat er dann nur einen Tod feststellen können. Achso, er ist dann verstorben. So, jetzt heißt ja unsere Sendung Knochen. Da muss genau. Ja dann bei diesem Unfall irgendwas Besonderes mit den Knochen gewesen sein, wenn du dich dazu gemeldet hast. Ja, das war es auch. Weil wie gesagt, der hatte nicht wie viele offene Knochenbrüche und als wir den Helm abgenommen haben, da war die Schädeldecke dann so zertrümmert, dass man da schon fast Einblick in den Kopf dann haben konnte. Und gelingt es einem überhaupt dann bei einem so schwer Verletzten, wo der Kopf fast zersplittert ist, den Helm abzunehmen? Oder muss man den abschneiden von dem Verletzten? Also ich glaube, das war da der Vorteil, dass der einen Helm auf hatte, weil der war ja komplett eingepackt mit seinen Motorradklamotten, dass man da nicht so viel sehen konnte. Das hat man erst gesehen, als der Helm ab war, dass er... Ja, nee, das ist meine Frage. Wie kriegt man diesen Helm ab, ohne diesen Menschen vielleicht nicht noch schlimmer zu verletzen? So ein Helm ist doch ziemlich fest auf dem Kopf. Zieht man den einfach runter oder schneidet man den ab? Auf? Also jetzt weiß ich, was du meinst. Also wir haben da eine kleine Schere für, damit wird halt das Kinnband durchtrennt quasi und dann haben wir ein Kissen, das wird halt zwischen Kopf und Helm geschoben, damit da über Gerät, was wir haben, mit der Luft reingepumpt, damit der Helm dann ganz feuchtig und abgezogen. Ach so. Dann hält ja auch noch den Helmrand dann etwas auseinander, dass der halt nicht irgendwie mehr kaputt macht, als da schon kaputt ist. Ja, das war meine Frage, genau. Aber der Mann, der hatte trotz des Helms, war der Kopf völlig zersplittert. Ja, also der Notarzt meint auch, der hätte Minimum knapp 200 Stundenkilometer drauf gehabt. Und wenn du dann gegen so eine Leitplanke fährst, ich glaube, da hilft so ein Helm auch nicht mehr viel. Du bist Sanitäter oder Assistent, wie nennt man den? Ich bin Rettungsassistent seit 4 Monaten. Ja. Ach so, relativ frisch erst. Genau. Könnte ich mir vorstellen, dass du allein schon jetzt in diesen wenigen Monaten schon heftige Sachen gesehen hast. Das ist richtig. Wie kam es zu der Entscheidung, in diesen Beruf zu gehen? Das ist ja auch ein sehr, sehr, sehr schwerer Beruf, wo man mit den heftigsten Sachen konfrontiert wird, die man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Ja, also angefangen hat das, also jetzt ist jetzt ein bisschen peinlich. Also ich habe angefangen als Schulsanitäter und das fand ich dann schon sehr interessant und da habe ich dann mein Schulpraktikum, 3 Wochen war das, bin ich dann da auf der Rettungswache Krankentransporte gefahren. Mhm. Das fand ich dann auch sehr interessant und dann habe ich mich dann halt beworben an der Schule dafür und die haben mich dann genommen und dann habe ich das gemacht. Und so fing es an und so hat es sich entwickelt bis heute. Ich habe noch mal eine Frage zu diesem Unfall, von dem du gerade gesprochen hast, weswegen du dich auch gemeldet hast. Ja. Wie sah das Gesicht dieses Menschen aus, der so schwer verletzt, verunfallt war? Also das Gesicht, das sah noch einigermaßen normal aus. Ne? Also direkt am Haaransatz, quasi Fingersten an. Da hast du schon gesehen, dass da schon, dass da halt schon ein Teil gefehlt hat. Und, Konntet ihr denn sehen, ob am Körper die Knochen auch alle gebrochen waren? Beine, Arme, Brustkorb? Konntet ihr das feststellen? Also erstmal bei den offenen Brüchen, da war das so. Zum Beispiel, der hatte am Schlüsselbein hat man es ziemlich klar gesehen, weil das hat da ganz einfach, hat man da, also im Bereich davon, wo das Schlüsselbein ist, hat man eine richtig schöne Delle gesehen. Und da dachte man schon... Wie geht man, du bist ein junger Typ von 20 Jahren, der nun auch noch relativ frisch in diesem Beruf ist. Wie geht man damit um, wenn man sowas Schlimmes gesehen hat? Und dann geht man irgendwann nach Hause. Wie gehst du damit um? Also bei dem Unfall, da war es extrem, weil das Problem ist, also ich habe bis jetzt immer noch teilweise Nächte, wo ich dann aufwache und dann die Bilder davon vor Augen habe. Ich meine, ich habe schon einiges anderes gesehen und da war das halt nicht der Fall. Das waren auch schlimme Sachen, aber bei dem ist halt so, dass, also die Bilder, die kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Mhm. Würdest du sagen, dass dieser Unfall, über den wir jetzt gerade schon länger gesprochen haben, der bisher für dich der schlimmste war, den du gesehen hast?
Also von den Verletzungen her auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das habe ich noch nicht anders irgendwo gesehen. Dieser Mann war aber überhaupt nicht mehr bei Bewusstsein, als ihr eingetroffen wart. Ja, gar nicht mehr. Also der war... Nichts mehr. Wenn gibt es denn bei euch eine psychologische Betreuung auch, gerade für junge Leute, die in den Beruf gehen, dass man denen so ein bisschen hilft, mit diesen schlimmen Sachen umgehen zu können? Also den gibt es, das ist dann, das nennt sich dann Kriseninterventionsteam, glaube ich, und ja, ich weiß ja, die sind da, weiß nicht, dann müssen wir zu oberflächlich, dann wird man halt gefragt, ja, was war da und warum und weshalb und dann, so. dann nur, ja, darüber darfst du dir keine Gedanken machen und sowas, also das war dann... Toller Rat, der hilft einem dann auch nicht weiter. Also das heißt, im Klartext, du machst das so für dich alleine. Versuchst du damit zurande zu kommen. Hast du schon mal in den letzten Zeiten irgendwie gezweifelt an deinem Berufswunsch, ob das der richtige Berufswunsch war, die Berufswahl war? Also gezweifelt habe ich daran nie, weil ich meine, ist ja nicht so, dass man im Rettungsdienst nur tote Menschen hat. Also das ist recht. Wie zum Beispiel Geburten im Auto oder... Und ihr leistet ja ganz tolle Sachen, wo ihr eben auch Menschen retten könnt. Und ohne euch wären ganz, ganz, ganz viele Menschen verstorben nach Unfällen. Das ist ja dann auch ein ganz tolles Erfolgserlebnis, wenn man weiß, ich habe hier diese Leben gerettet. Ja, klar. Ja. Sebastian, alles Gute für deinen Beruf. Danke. Wir brauchen Menschen wie dich. Jeden Tag hören wir immer die Krankenwagen überall oder die Hubschrauber. Und das sind alles Leute, die in deinem Bereich arbeiten und die so wichtige Arbeit leisten. Ja, ich danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, mach weiter, so eine Sendung ist klasse. Ich höre die ziemlich oft. Mach weiter. Vielen Dank. Tschüss. Alles klar, ciao. Und hier ist Sascha. Sascha ist 36 Jahre alt. Guten Morgen, Sascha. Ja, morgen, Domian. Grüß Hallo, dich. Sascha. Du hast dich auch zum Thema Knochen bei uns gemeldet. Ja, richtig. Da könnte ich denn auch mal kurz meine kurze Geschichte erzählen. Bitte. Also, ich bin gelernter Gleisbauer und Straßenbauer, beziehungsweise Straßenbaumeister, habe aber früher sehr häufig auch im Gleisbau gearbeitet. Ja. So, und da kam es denn im Jahre 2001 zu einem, ja, sagen wir ruhig, folgenschweren Arbeitsunfall. Ja. Und zwar haben wir mit 3 Mitarbeitern, also in der Gruppe 3, insgesamt waren wir 12, mussten wir Schienen wechseln. Für die Bahn. Für die Bahn, genau. Die alten raus, die neuen rein. Und dann haben wir eine Schraubmaschine umgesetzt und dann mit einmal kam ein sogenannter Zwei-Wege-Bagger auf uns zugerast. Ein was? Ein Zwei-Wege-Bagger? Ein Zwei-Wege-Bagger, ja. Das ist ein großer Mobilbagger, der auf Straßen fahren kann und auch ein Schienenfahrwerk hat. Also auch auf Schienen bewegen kann. Ah ja, und der kam, der war auf der Schiene und kam auf euch zugerast. Ganz genau. Wir waren gerade bei der Arbeit, ne? Ich stand mit dem Rücken zum Bagger, hat ihn also als Letzter gesehen. Dann sind wir mit 3 Mann aus dem Gleis gesprungen. Ja, und mich hat er denn am rechten Fuß erwischt. Das heißt, der Fuß ist hängen geblieben? Der Fuß war irgendwie hängen geblieben auf der Schiene. Oh. Oder ich war zu spät gesprungen, ne? Wie auch immer. Und der Bagger über den Fuß? Ganz genau. So, und jetzt kleines Lob an Klinikum Köln-Merheim. Die haben mir die ganze Chose wieder zusammengebastelt. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass der Fuß abgetrennt war, oder? Nee. Na, aufgrund der Arbeitsschuhe oder Stahlkappen, wie auch immer. Ich denke, so ein Bagger ist so ein Riesengeschoss. Das wiegt 22 Tonnen. Also wahrscheinlich, allerdings sind die 22 Tonnen auf 4 Punkten verteilt halt. Ne? Ja, wahrscheinlich kam es auch auf die Lage an, wie du gerade noch... Ja, richtig. Also auf jeden Fall der Fuß schwerst verletzt. Der war platt wie eine Briefmarke, das muss man schon sagen. Die Knochen waren wirklich zersplittert und kaputt. Ich habe wirklich Krachen gehört, ne? Und ich weiß noch ganz genau, wie ich dann im Klinikum eingeliefert worden war, wie ich selber zum Doktor sagte, ich weiß genau, was passiert ist, machen Sie gar keine fiesen Patenten, schneiden Sie ab und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Ne? Lass mich nochmal zurückgehen zur Sekunde des Unfalls oder zur Minute des Unfalls. Ja. In dem Moment, wo der Bagger über deinen Fuß gefahren ist. Seitdem weiß ich, dass es Engel gibt. Ich habe so selber singen gehört. Ja, das glaube ich. Aber hast das war wirklich ein Höllenschmerz. Man sagt ja immer, in der Schocksituation kriegt man keine Schmerzen. Aber du hattest Schmerzen. Ich hatte, das war ein Wahnsinnsschmerz. Konntest du den Fuß zurückziehen oder warst du eingeklemmt? Nee, der ist rübergerollt. Ja? Und ja, beim Sprung halt ist er rübergerollt. Ja, und dann lag ich da im Schotter und in der Brombeeren. Ne?
Und nun waren die anderen Kollegen da, das heißt, es konnte sehr schnell Hilfe geholt ganz werden. Ganz genau, ja. Der Notarzt war auch ruckzuck da. Ja, jetzt zurück ins Klinikum. Und da hast du dem Arzt gesagt, sie können den Fuß abschneiden, da ist eh nichts mehr zu ganz machen. Ganz genau, ja. Ja. Und dann sagte der, ja, gucken wir mal. Mhm. Dann kam eine Betäubung, dann wurde denn über 7 Stunden operiert. Mhm. Und dann bin ich dann morgens aufgewacht und dann sehe ich ein riesengroßes Gestell an meinem Fuß, einen sogenannten Fixateur, mit sämtlichen Schrauben drin, einem Außengestell verbunden. Mhm. Ja, und dann ging es nachher los. Ne? Dann sagten die mir, wir müssen abwarten, wie er zusammenwächst, ob er zusammenwächst. Wie viele Brüche hatte der Fuß? Bei 29 hat man aufgehört. Boah, 29 Brüche nur im Fuß. Das war also wirklich ein richtiges Kunstwerk, das wieder so herzustellen. Ne? Mhm. Deshalb ein ganz großes Lob nochmal an Klinikum Merheim. In Köln hier bei uns. Ja, ganz fantastisch gemacht. Wie lange hast du im Klinikum gelegen? Ja, dann ging es halt weiter. Dann kam eine Operation nach der anderen. Erst wurde dann der kleine Zeh schwarz und dann der nächste und dann der dritte. Das heißt, der musste abgenommen werden? Richtig, ja. Ah ja. Insgesamt habe ich dann 6 Operationen durchleben müssen und der Krankenhausaufenthalt war dann 4 Monate. 4 Monate. Und wie viel Zehen hast du verloren? Bei meiner Entlassung, muss man ehrlich sagen, hatte ich den Fuß, also wurde der Fuß so weit abgenommen, dass er tatsächlich aussah wie ein Eishockeyschläger. Ach, der Fuß ist doch abgenommen worden? Ja, zum Teil halt, ne? Ja, wie sieht der Fuß heute aus? Heute? Ja. Ja, heute ist er ab. Ach, er ist ganz ab. Heute ist er ganz ab. Ich bin ja in die Reha gekommen. Ach, weißt du, ich dachte gerade. Wieder los mit Laufen lernen und orthopädischem Schuhwerk. Nach den 4 Monaten bin ich entlassen worden. Da war bloß noch der dicke Zeh dran. Ja. Aber der halbe Mittelfuß hat gefehlt. Und deshalb sah der Fuß wirklich aus wie ein Eishockeyschläger. Ach, das verstehe ich. Und daraufhin in der Reha wurde mir dann orthopädisches Schuhwerk angepasst. Mhm. Mit dem soll ich dann wieder laufen lernen. Mhm. Und das ging also wirklich nur unter Schmerzen, ne? Leider Gottes. Mhm. So, und dann hat man in der Reha festgestellt, und deshalb rufe ich an zum Thema Knochen, dass ich immer eine klitzekleine offene Stelle hatte an der Seite am Fuß. Ne? Da kam immer, ich sag mal, täglich so ungefähr ein Tropfen raus. So wie Wundwasser halt. Ne? Das hattest du aber gar nicht gesehen. Das hatte ich gemerkt, ne? Ah, ja. Und die Ärzte sagten, ja, wir müssen mal abwarten, irgendwann geht es mal ganz zu und dann hört es wahrscheinlich auf. Mhm. Und dann hat man in der Reha-Klinik einen Abstrich gemacht und hat gesagt, pass mal auf, wir haben hier festgestellt Osteomyelitis. Das heißt? Und Osteomyelitis heißt übersetzt, ist eine bakterieller Knochenfraß. Was sehr schlimm ist. Den man nur sehr bedingt irgendwie zum Stillstand bringen kann. Mhm. In der Regel durch Amputation. Ja, richtig. Mhm. Und das war auch letztendlich auch ein Mitgrund, dass ich gesagt habe, auch weit, ein Jahr später erst, ne, komm, ich gehe nochmal ins Krankenhaus und dann tun wir den ganz abmachen, sprich ganz amputieren. Ja. Und zwar wesentlich höher, fast unterhalb vom Knie, dass man noch einen Stummel hat. Ja. Weil ich habe mich ja vorher mit den Prothesentechniker unterhalten, die brauchen ja auch eine gewisse Bauhöhe. Ja. Um den ganzen Federmechanismus und Dämpfer und alles da einzubauen. Und so ist das heute. Und so ist das heute. Und jetzt muss ich letztendlich sagen, dass die Entscheidung, sage ich nach wie vor, die beste und die richtigste war. Jetzt wundere ich mich, dass du das Klinikum so gelobt hast, wo du jetzt ja doch deinen Fuß verloren hast. Ja. Wie ist das? Verstehe ich eigentlich nicht so. Weil wir haben uns dann irgendwo dann darüber Gedanken gemacht, ob wir es nicht versuchen. Und erstmal abwarten, weil die Ärzte auch sagen, wir können ihnen nichts versprechen. Mhm. Wir können dann unser Möglichstes tun und das machen wir auch. Und sie arbeiten ja auch fantastisch mit. Mhm. Und ich habe wirklich gekämpft, den Fuß zu erhalten. Ne? Ich habe trainiert wie ein Weltmeister Tag und Nacht. Also du bist nicht sauer auf die, dass die nicht gleich amputiert haben? Nein, in keinster Weise. In keinster Weise. Das war für dich so ein nachvollziehbarer Prozess. Man hat erstmal alles versucht, was möglich ist. Richtig. Und es sollte dann nicht sein. Mhm. Ah ja. Interessante Einstellung. Manch einer hätte jetzt gesagt, ja, die haben alles falsch gemacht oder die haben mich unnötig gequält. Die hätten ja, man neigt als Mensch dazu, nur zu sagen, mir ist so ein Blödsinn, hätte die ganzen Operationen sparen können und vor allen Dingen, also was ich besonders schlimm fand, das war jetzt nicht der Unfall selber, das ist halt passiert. Weil ich für mich persönlich fand ich wirklich schlimm, der lange Krankenhausaufenthalt in diesen 4 Monaten. Ne?
ich bin dann mit dem Rollstuhl da durch die Flure gegangen und habe nachher schon die Post verteilt, ne? Ja, der ist halt eine Aufgabe hat. Ja, man ist ja dann fast schon zu Hause. Ja, man war schon fast Hausmeister. Ja. Geht es dir denn jetzt körperlich gut? Ja. Das heißt, da unten ist alles abgeheilt am Bein? Ja, richtig. Und du hast deine Prothese und kannst auch einigermaßen laufen? Ich kann laufen, das man gar nicht sieht. Also man merkt es mir gar nicht an. Ne? Aber das heißt, du kannst nicht wieder in deinen alten Beruf zurückgehen? Oder doch? Gut, da ich ja einen Meisterbrief habe, könnte ich wieder in meinen Beruf gehen. Ne? Mhm. Im Büro irgendwo. Mhm. Das habe ich dann auch noch ein Jahr lang gemacht. Ja. Allerdings draußen auf der Baustelle, weil ich schon immer draußen gearbeitet habe. Ja. Aber das wurde mir dann allerdings mit der Zeit denn zu anstrengend. Mhm. Und heute? Obwohl mein Chef auch immer ganz sozial zu mir war und sagte, pass mal auf, du brauchst ja nichts anzupacken. Ja. Guck zu, dass alles ein bisschen läuft. Aber man will ja dann doch den Kollegen immer mithelfen. Ja, ist klar. Ja. Ne? Und heute, was machst du? Bist du heute, arbeitest du nichts heute im Moment? Ich arbeite wieder. Im Büro dann aber? Ich bin in einem Krankenhaus tätig. In einem Krankenhaus? Da sitze ich an der Brandmeldezentrale. Ah, verstehe. Wir machen hier Telefondienst und die Brandmeldeanlage überwachen und so weiter. Eine sitzende Tätigkeit halt, ne? Ist klar. Diesen Schock, der damit ja verbunden ist, mit so einem schweren Unfall und den ganzen Nachfolgewirkungen, meinst du, dass du den gut verwunden hast? Den habe ich sehr gut verwunden. Also du klingst auch sehr abgeklärt, so als hättest du dich sehr... Ich stehe auch ganz locker, ne? Du hast dich also arrangiert mit deinem Schicksal, bist froh, dass es jetzt so gekommen, dass sich das wieder so bereinigt hat quasi. Das beruht wahrscheinlich auf der Tatsache, Domian, hätte ich vielleicht noch eine Sekunde gezögert, ne? Dann wäre er komplett über mich rübergerollt und dann hätten wir heute kein Telefongespräch führen können. Das heißt, da ist auch eine ganze Menge Dankbarkeit. Ja, auf jeden Fall. Dass du lebst. Ja, richtig. Und dass du bist ja 36. Das und ändert hast wirklich die ganze Lebenseinstellung. Ne? Mhm. Ich will nicht jetzt sagen, dass ich himmelhoch jauchzend jeden Morgen da aus dem Bett springe und freue mich über jeden Tag. Mhm. So ist es nicht, aber man sieht gewisse Dinge ganz anders. Du hast gerade so beiläufig gesagt, da waren, so ein bisschen auch mit Schmunzeln gesagt, da waren ein Engel oder Engel haben mich da gerettet. Ja, vor lauter Schmerz, sag ich mal, habe ich die Engel an den Dingen hören. Ne? So habe ich das jetzt. Achso, hast du es gemeint, ja. Na, ich wollte eigentlich fragen, ob du... Bist du religiös oder religiöser? Ja. Bist du? Ja. Noch religiöser geworden durch den Unfall? Könnte ich eher nicht sagen. Das warst du vorher auch schon? Ja. Und das hat sich nur noch verfestigt vielleicht. Oder hat ja, so kann man das sagen. Hat dir sich aber auch geholfen in der schweren Zeit, könnte ich mir vorstellen. Ja, denke ich mir auch. Ja, ja. Das denke ich mir auch. Sascha, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Weil ich noch als Schlusssatz sagen möchte. Ja, gerne. Von wegen Amputation oder Gliedmaßen verlieren. Ich kann nur den Leuten alle sagen, das geht in ganz wunderbarer Weise fast wie gewohnt weiter. Ja, da. Das ist also wirklich kein... Das ist doch ein mutmachender Satz. Ist nicht so schlimm wie Krebs, sag ich mal, oder andere schlimme Krankheiten. Ja, ne? Mein lieber Sascha, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Und wie gesagt, hat mir Spaß gemacht, mit dir zu reden. Danke, Domian. Alles Gute. Euch auch alles Gute. Tschüss. Ne? Tschüss. Und hier ist Ulla. Ulla ist 50. Guten Morgen, Ulla. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, Ulla. Erstmal Respekt vor deiner Sendung. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. Eine tolle Sendung. Freut mich, dass du sagst. Vielen Dank. Wir haben schon mal zusammen telefoniert, vielleicht kannst du dich erinnern, so circa vor einem Jahr. Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. In der Tat. Also, ich bin schwer krank. Ja. Ich habe Asthma und ein schweres Lungenemphysem dazu. Mhm. Und habe nur noch 8% Lungentätigkeit. Ja. Und ich bin ja durch meine Krankheit so abgemagert inzwischen, dass ich also nur noch 39 Kilo wiege. Also Haut und Knochen bist du? Ja, Knochen. Mhm. Was du sagst, Knochen, das Thema. Mhm. Haut und Knochen. Das heißt, wenn ich dich hier sehen würde, dann würde ich jeden Knochen, diese Rippe einzeln sehen können. Ja, alles sehen. Kannst alles sehen. Mhm. Ich habe mal 80 Kilo gewogen. Mhm. Aber durch Cortison 80 Kilo. Mhm. Und dann runter. Dann ist das Cortison abgesetzt worden, weil meine Krankheit ausbehandelt ist. Das heißt, da kann man nichts mehr machen? Nein, gar nichts mehr. Wie lange hast du die Krankheit schon? 13 Jahre. Wie fing das an? Ja, mit Asthma. Ich kriegte auf einmal Asthma. Ja. Von heute auf morgen hatte ich das. Ja. Vorher keine Beschwerden? Nein, nie. Mhm. Ich hatte Asthma und dann kriegte ich so ein paar Jahre später das Emphysem. Das was? Das Emphysem. Mhm. Kannst du das noch vielleicht ein bisschen näher erklären, was das genau ist? Das Emphysem ist, jeder Mensch hat doch Lungenbläschen. Mhm.
und die Lungen ein bisschen reinigen und filtern doch die Luft in der Lunge. Mhm. Und die sind bei mir zusammengewachsen. Mhm. So können sie also nicht mehr den Sauerstoff filtern. Ja. Deswegen bin ich auch, wie die Dame vorhin, auch 16 Stunden am Tag am Sauerstoffgerät. Ja. Im Moment auch? Nein, ich habe es gerade abgenommen. Ah ja. Weil ja. Es stört doch ein wenig. Beim Sprechen? Ja. Und man hält es auch 16 Stunden nicht durch. Mhm. Ist das anstrengend für dich jetzt im Moment zu sprechen, das Atmen? Das habe ich auch mit Sauerstoff. Mhm. Mhm. Das habe ich auch mit Sauerstoff. Wenn einer das nicht hat, dann der kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Nee, so. Ich glaube, das kann man sich nie wirklich vorstellen, wenn man nicht wirklich betroffen ist. Jeder Atemzug ist eine Qual. Mhm. Und dann wollte ich dir mal sagen, letztes Jahr habe ich im Krankenhaus gelegen. Mhm. Und dann hatte ich den Arzt gefragt. Ich wollte wissen, ob ich zum Schluss lange leiden muss. Mhm. Ich wollte ungefähr wissen, ich werde ja ersticken irgendwann. Und dann habe ich gefragt, wie lange das so etwas dauert und so weiter. Und da hat er zu mir gesagt, haben Sie mal geraucht? Das hat er mich vorher schon gefragt. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe immer geraucht. Mhm. Und dann sagt er zu mir, Sie werden verrecken wie ein Schwein. Das hat ein Arzt zu dir gesagt? Ja, das hat er zu mir gesagt, Sie werden verrecken wie ein Schwein. Boah, was für ein Arzt. Rausgeschmissen gehört er. Ja, also ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, ne? Mhm. Ich bin auch nächsten Tag dann gegangen aus der Klinik. Mhm, richtig so, richtig so. Und heute kommt Sterbehospiz zu mir. Die kommen einmal die Woche oder zweimal die Woche. Das heißt, für dich ist klar, dass du sterben wirst? Ja, das weiß ich. Das weißt du. Mhm. Das heißt, aber du weißt nicht, wann das sein wird? Es kann jeden Tag sein. Es kann jeden Tag sein. Ja. Aber du sagst, du hast das gerade so ganz normal gesagt, naja, ich werde ersticken. Ist das wirklich so? Ja, es ist so. Das heißt, da kann man nicht medikamentös irgendwie helfen, dass du Nein. das zumindest nicht so erleben musst, dass man dir da vorher irgendein beruhigt. Doch, ich könnte Morphium, glaube ich, bekommen, mhm. weil ich kriege jetzt schon starke Schmerzmittel, mhm. weil ich ja auch starke Schmerzen habe, weil ich so abgemagert bin und die Lunge ist ja aufgebläht. Ich habe zusätzlich diese horrende Blählunge. Mhm. Die wird immer größer und drückt auf andere Organe schon. Mhm. Wie kommt es, Ulla, das hatte ich gerade vergessen zu fragen, dass du nicht mehr, kannst du nicht mehr essen? Warum bist du so dünn? Ja, ich kann nicht mehr richtig essen. Mir sind die Zähne zum Teil ausgefallen durch die Krankheit und teils Zähne sind locker und sie können mich nicht behandeln, weil sie mir kein Schmerzmittel, also spritzen dürfen. Aber hast du Hunger? Wenig. Könntest du denn so flüssige Nahrung, so Astronautenkost zu dir nehmen? Bekomme ich schon. Bekommst du schon? Mhm. Das hält dich so einigermaßen über... Ja, ich nehme davon aber nicht zu. Du nimmst nicht davon zu? Nein. Hm. Kannst du denn noch alleine gehen? Nein. Du liegst immer flach? Ja, ich habe einen Rollstuhl und elektrischen Rollstuhl. Und wohnst jetzt noch bei dir in der Wohnung? Ja, ich wohne. Und da kommt ein Pflegedienst vom Hospiz, die dir helfen? Nein, der Pflegedienst, da habe ich eine Privatperson, mein Nachbar macht das. Ach so. Mhm. Und die vom Sterbehospiz, die kommen, die kümmern sich sehr nett um mich. Ich kann das nur empfehlen, dieses Hospiz. Hier bei uns in der Stadt gibt es kein Haus, kein Sterbehaus. Ja, ja. Das nächste ist 60 Kilometer entfernt. Oder wenn du so ganz selbstverständlich darüber sprichst, wovor ich sehr großen Respekt habe, muss ich sagen, dass du sterben wirst, drängt sich mir so sehr die Frage auf, wie groß ist deine Angst davor? Hast du Angst zu sterben? Ja, Angst habe ich schon, dass es zu lange dauert. Und ich merke hier heute schon, wenn man dieses ständige Ringen nach Luft, was ich ja ständig habe, und manchmal durch kleinste Bewegung, das ist für mich schon so anstrengend, dass das Herz rast und ich so schon keine Luft bekomme, dann denke ich immer, wie schlimm muss das erst sein, wenn du erstickst. Liebe Ulla, jetzt ist meine Sendung zu Ende. Das tut mir sehr, sehr leid. Du weißt, dass ich jetzt aufhören muss, mit dir zu sprechen. Ja.
Ich würde aber vorschlagen, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Bist du einverstanden? Ja. Dann legst du auf, wir rufen gleich nochmal an. Okay. Ich wünsche dir von Herzen alle Kraft der Welt. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche von uns. In der Technik war Volker.